Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt hier am Zmörgeln. Am Zmörgeln. Und zwar ist das, das gehört eigentlich zum Hostel. Also unser Hostel ist da. Und da ist gerade so ein Kaffee-Dings, wo so healthy Zeug verkauft. Und das ist richtig gut. Und heute ist Ausflug angesagt mit der Noemi und mit dem Markus. Noemi ist von Sion übrigens. Und wir gehen. Wo gehen wir hin? Guatepe. Was es genau ist, sehen wir später. Oh, Guatepe! Fail! Also, wir gehen auf Guatepe. Und was ich auch noch daraus lerne, los nie auf den Markus. Hey, hallo erstmal. Den Marathon habe ich vor 3 Jahren mal gemacht, hier in Kolumbien. Und war schon ein hartes Stück, aber weißt du, wie es ist? Wenn man sich mal fokussiert, geht es immer nur geradeaus, mein Freund. So, wir sind angekommen nach etwa 2 Stunden Fahrt mit so einem Bus. Da oben sehen wir den Bus. Und. Das ist so gut, ey. Schau da, wie der sprintet. Und. Wow. Und ja, jetzt gehen wir den Pietra anschauen, das heisst Stein. Und ja, das sollte einfach so ein Stein sein, wo man kann ganz hochlaufen kann. Ich sehe es danach, ich weiss auch noch, ich habe mich ehrlich gesagt nicht genau informiert. What is this rock, you know? No, it's but I see rock. It's like the third in the world or something like this. Like it's a huge rock. The third biggest. Yeah, that you can go on the top like this, yes. Okay. I mean, I read that on a blog, so. And the code. I don't know. Nur immer auf die Westschweizerinnen hören. Sehen Sie das dort oben? Der Turm. Ups. Genau, dort müssen wir rein. Und das geht jetzt noch ein Zeit, denke ich, zum Auflaufen. Aber von dort würde man eine grandiose Aussicht haben, ich sage euch. Weil jetzt sieht es schon recht cool aus. Das sind so Lagunen oder Seele oder was auch immer da hinten. Aber ja, jetzt sollen wir mal rauf. So, wir haben jetzt das Ticket gekauft und jetzt geht es genau 659 Stegentritt rauf. Und der Stein hier ist 200 Meter hoch. Also, wir haben jetzt noch einiges voraus. Drum, Amanos! You made it! Yeah. Now I want a beer. Dos cerveza, por favor. So, wir sind jetzt oben angekommen und die Aussicht ist einfach nur wunderschön. She works the nights by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the
So, wir sind jetzt da auf Guatapé, das ist so das nächstgelegene Dorf und das sollte da recht schön sein. Das gehen wir jetzt mal anschauen. Und wir haben jetzt übrigens noch etwas Neues, die Raffaella von Brafea. Raffaella! Die hat er da wieder aufgegabelt, hat sie einfach wieder angequatscht natürlich. Und ja, sind wir zu viert unterwegs. Markus, was hast du hier? Ich habe hier eine, etwas ähnliches wie eine Empanada. Super lecker. Sie müssen hier probieren. Guacamole auf das Ding hier drauf, sträuben, verteilen, ablutschen. Und schmeckt's? Sag mal im Spanischen. Du hast gerade gesagt. Rico. Ah, Rico. So, wir sind jetzt gerade bei dem Stand hier, bei der Marina. Maria Cecilia. Okay, und ihre Kollegin haben wir jetzt gerade Empanadas gehabt und Chocolos. Das war richtig, richtig gut. Und jetzt haben wir es wieder. Gell, Markus? Gut? Ja, super, super, super Sache. So, jetzt gehen wir hier auf ein Bötchen und wir fahren zu der Villa vom Pablo Escobar. Da hat es noch ein Haus von ihm, das er gelebt hat. Und das ist, glaube ich, zerbombt worden, gell? Ja. Ja. Ein bisschen koksen gehen wir jetzt. Da jetzt fahren wir ein bisschen mit dem Bötchen, hä? Oh yeah! In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the. So, wir sind jetzt hier auf der Insel, wo der Pablo Escobar gewohnt hat. Und das hier hinten ist in sein Haus. Das ist zerbombt worden, wie ihr seht. Er ist aber nicht da gestorben, er ist in Medellin gestorben. Also das haben sie dann halt einfach noch kaputt gemacht. Aber er hat hier alles so importierte Bäume. Also die Bäume kommen von überall von der Welt, von Australien, von Japan, von Chile. Er hat hier oben noch ein Gasthaus mit Swimmingpool. Also da hat es ein Swimmingpool mit Jacuzzi. Es hat ein Motocross-Piste, es hat einen Tennisplatz, es hat eigentlich alles, was man halt so braucht, wenn man genug mit Kokain gedealt hat. Und ja, richtig interessant, jetzt gehen wir das mal anschauen. Jetzt sind wir hier im Garten und das ist der Swimmingpool. Und das ist eben, sie haben das ganze Gebäude da zerbombt, weil sie gedacht haben, der Pablo Escobar ist noch da innen. Aber er war in Medellin gewesen. Aber ein paar Tage später oder ein paar Monate später haben sie ihn dann sowieso verwünscht. Aber das Haus war nachher nicht mehr bewohnbar, gewesen, wie ihr hier seht. Es hat übrigens noch andere prominente Leute ein Haus hier an dieser Lagune, wo übrigens künstlich erstellt worden ist. Das war mal ein Fluss gewesen, und die haben das so ein bisschen ausbreitet und gemacht. Zum Beispiel der Javier Rodriguez von Bayern München hat da auch ein. Ja, Chaves, ja, nicht Javier. Chaves hat da sein Haus auch und andere Prominente. Also ja, es lässt sich leben da, nicht wahr? So, wir sind jetzt hier beim Gästehaus, das er da noch hat. Und da hinten ist alles so ein bisschen gelb, wie ihr vielleicht seht. Das hat einen Grund, das ist jetzt eine Paintball-Anlage. Ich habe jetzt gerade zum Markus gesagt, das könnte man bei uns sich auch nicht vorstellen, so ein kulturelles Gebäude, einfach so mal so, ja komm, wir machen mal eine Paintball-Anlage daraus. Würde vermutlich nicht funktionieren, da funktioniert es aber. Und ich kann mir vorstellen, dass es recht viel Spass macht da, in diesen Gebäuden.
so ein bisschen Paintball zu spielen. Aber das haben wir jetzt leider keine Zeit. So, wir sind wieder zurück im Hostel. Wir sind voll gefressen, wir sind auf der Schnorre. Der Markus ist jetzt schon wieder weiter, der ist, geht jetzt auf den Nachtbus. Und ich gehe jetzt legen und Jolanda geht auch legen. Sie hat jetzt ebenfalls zu viel gegessen und ist ebenfalls sehr, sehr müde. Darum war es für das Video. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter.